Was geht, Corey hier, und heute machen wir wieder eine neue Folge christliche Memes. Ich habe in meinem Discord gefragt, hey, postet doch so viele Memes, die ihr kennt, und ich versuche darauf zu reagieren und am besten fange ich auch an zu lachen. Mal sehen. Ich mache diese Art von Videos aus dem Grund, damit ich euch ein bisschen zum Lachen bringe, damit ich ein bisschen lachen kann und zu zeigen, dass wir Sachen auch einfach mal nicht so ernst nehmen können. Ich mache auf der einen Seite ernste, tiefe Themen und auf der anderen Seite versuche ich euch einfach nur zum Lachen zu bringen. Aber ohne viel zu reden, fangen wir einfach an mit dem ersten Meme. Christian Family Members dies. Secular friend. It's so sad that we'll never get to see them again, Christians. Und so ist es doch auch. Wir trauern nicht um, also wir trauern natürlich irgendwo, dass die Person nicht mehr da ist. Aber wenn wir wissen, sie ist gerettet, dann können wir doch eigentlich feiern. Und das ist das, was wir häufig auch sagen. Sie sind zu Hause angekommen. Sie sind jetzt bei Jesus. Und das ist das Beste, was uns passieren kann. Also ist doch alles gut. Okay, mir wird warm. Every church has that one guy who is too old for youth group but tries to stay anyway. ich fühle mich ein bisschen ertappt. Aber das Ding ist, die Leute wissen nie, wie alt ich bin. Ich schätze mich immer sehr jung ein und ich sage einfach, ich bin 21. Aber so ist es. Also manchmal bist du halt einfach in deinem Kopf noch Kind, noch Youth. Und du würdest gerne noch in die Jugendgruppe passen, aber eigentlich passt du da gar nicht mehr rein. Aber wie gesagt, ich sehe nicht so alt aus, deshalb passe ich manchmal doch noch in die Gruppe rein und Leute schätzen mich viel, viel, viel jünger, als ich eigentlich bin. Ja, wir lassen einfach mal raus, wie alt ich wirklich bin. Mein Körper fühlt sich auf jeden Fall an wie 50. When it's 12:02 and your pastor hasn't said in closing yet. Ah, den checke ich nicht ganz. 2020, being the worst year ever, God. ja, so sieht's aus. Also, ich meine, es ist ja alles besser geworden, aber ich meine, Corona ist noch nichts im Vergleich zu dem, was kommen wird, wenn es Zeit wird, dass Jesus wiederkommt. Aber bis dahin denken wir halt, die letzten Jahre waren das Schlimmste. Ja, ist es aber nicht. So, God and Jesus are different people. Yes. Well, actually no. Immer diese Frage, ja, wenn Jesus doch Gott ist, warum hat er dann diesen, das und das? Ja, ich denke, Gott ist ein bisschen komplizierter, als dass wir Menschen es ergreifen können. Aber letztendlich, ich sage ja immer, ein Wesen, drei Personen. Dazu mache ich jetzt gerade auch noch ein Video. Aber ja, sehen wir alles nächste Woche. God created humans. Human created more gods. God. Yeah. Do you have a moment to talk about Jesus? The end. When you're Noah and it's just starting raining, but the last two animals haven't showed up yet. Where are the turtles? Noah. Our God is stronger than your God, Elijah. Is he though? Is he though? welche Stelle ist das denn? Gibt's da eine Stelle, die in der Bibel sagt, hey, unser Gott ist stärker als euer Gott? Und Elia dann so, ist er denn wirklich? Das war das, was viel gedacht wurde. So, ey, das ist nur ein kleines Volk, das gewinnt ihr eh niemals. Falls ihr auch mit Teil der christlichen Community werden wollt, Link ist unten in der Beschreibung. Klickt einfach drauf und joint unseren Discord. Und dann könnt ihr die christlichen Memes, die ihr habt, auch posten und sonst auch mit uns quatschen. Und wir können uns einfach unterhalten und Fragen stellen und so weiter und so fort. Also wie gesagt, Link ist unten in der Beschreibung. Klickt einfach drauf und seid dabei. Was ist hier falsch? Sorgen? O Herr, ich gebe dir meine Last. Amen, Sorgen. Ey, so ist es doch. Was wir lernen müssen, ist unsere Sorgen und unsere negativen Gedanken und alles wirklich am Kreuz abzulassen.
und dann nicht wieder mit aufzunehmen, damit wir nicht immer wieder und wieder und wieder und wieder für dieselbe Sache zu Gott kommen müssen. Hier sehr schön dargestellt. Was Christen mit AT meinen, Altes Testament, was die meisten anderen mit AT meinen, Österreich, ja, es ist so. Das stimmt doch, oder? AT ist doch nicht Altes Testament, das ist doch Österreich, das ist doch ganz klar, Austria. Genau. Putifar die Treue brechen oder 25 Karten ziehen? Josef? Ja, dann muss er einfach 25 Karten ziehen. Weil er treu war. Nicht nur ihn, sondern auch Gott entgegen. War er treu. Josef, beste Bibelstory. Ich hasse diesen eingeschränkten Zaun und springe rüber. Warte, das ist kein Zaun. Das ist ein schützendes Gelände. Ja, so ist es doch, oder? Also die Menschen und manchmal wir auch, wir denken, Gott möchte uns irgendwie einzäunen in unserer Freiheit, obwohl es uns nur schützt vor unserem Untergang. Religion, ein Märchen für Menschen, die Angst vor der Dunkelheit haben. Stephen Hawking. Atheismus, ein Märchen für Menschen, die Angst vor dem Licht haben. John Lennon. Finde ich gut. Sehr interessant und doch wahr. What can we do to stop living in fear? Klick. Ja, die Nachrichten ausmachen und zurück zur Bibel. Weil was versuchen die Medien? Nicht nur das, was passiert, zu verbreiten, sondern auch einfach nur Angst zu machen. Oder im anderen Sinne, sie versuchen dich zu catchen, damit du immer mehr und mehr und mehr und mehr von ihnen willst. So wie halt die Medien an sich auch. Aber ja, was hilft dagegen? Hilft gegen Furcht? Gottes Wort. Ganz eindeutig, ganz klar und ganz simpel. Azigene Duschnu, Arribene Gunu Wudu, Narzibinito, Azigene Nada, Ramadudu, Kurne Schnurra, Azigene Duschnu, Arribene Gunu Wudu. Oh, das ist so wahr. Also, diese Namen in der Bibel, die sind echt witzig. Anders. Anders. Ungewohnt. Ohne jetzt irgendjemanden zu disrespekten. Aber die sind schon anders. Gewöhnungsbedürftig. Aber deshalb überfliege ich die meisten. Wenn nur Namen runtergelistet werden, dann überfliege ich das nur, weil sonst geht es mir genauso. Azigene Duschnu. Arribene Gunu Wudu. Narzibinito, Ashigene Nada. God, please protect me. Why, God, why? Sorry, did I miss one? Ich glaube zwar nicht, dass es so ist, aber so ungefähr sind wir, wenn wir denken, dass uns etwas passiert. Dann denken wir nur, oh Gott, warum hast du das zugelassen? Statt einfach zu sehen, dass Gott uns eigentlich so viel mehr beschützt. Aber ich glaube nicht, dass Gott irgendwas oder Jesus etwas durchlassen würde. Ich glaube eher, dass wir uns selber in Situationen begeben, wo wir uns selber dafür entscheiden, verletzt zu werden. Aber trotzdem witzig. Death Jesus. Ja, so sieht's aus. Wir hatten auch gerade erst Ostern. Was hat Jesus an Ostern gemacht? Er hat den Tod besiegt. Er hat gesagt, Tod interessiert mich nicht. Bam! Hau ab. Und deshalb dürfen wir in Freiheit leben. Vergesst das nicht. He is risen. Jesus. Wer ist gestorben? Buddha? Konfuzius? Mohammed? Alle tot. Wer lebt? Jesus. Jesus lebt und lebt für immer. God, grace, my life. Ja, so sieht's doch aus. Wenn ihr mein Zeugnisvideo gesehen habt, dann habt ihr gesehen, so wie viel Gnade Gott mit meinem Leben hatte. Und mehr als ich tragen kann, mehr hat Gott Gnade für mich, für euch, für jeden Einzelnen, der es annehmen möchte. Und das war's auch schon wieder. Das sind alle Memes, die ihr mir geschickt habt. Wenn ihr mir noch mehr schickt, kann ich auch noch zu mehr reagieren. Bis dahin war's das erstmal. Vergesst dann nicht zu abonnieren, zu liken, zu kommentieren. Und wie gesagt, joint den Discord und postet eure Memes und ich reagiere. Bis dahin, wir sehen uns beim nächsten Mal. Cory hier, ihr da. Alles klar.